zusammen, bald ist schon wieder Ostern und wir wollen einmal zusammen ein Platzkärtchen für den Ostertisch herstellen. Hierfür benötigen wir etwas Modelliermasse. Ich habe mich jetzt hier für Fluffy in den Farben Orange und Grün entschieden und daraus wollen wir eine Karotte formen. Dafür benötigen wir jetzt einmal die orange Masse und formen sie erst einmal zu einer kleinen Kugel. Wenn ihr ein paar Fusseln oder ähnliches in der Modelliermasse habt, ist das für dieses Projekt nicht sonderlich schlimm. Wir wollen daraus eine Karotte formen und die sind ja von Natur aus auch etwas schmutzig, jedenfalls dann, wenn sie gerade geerntet worden sind, da sie ja bekanntlich in der Erde wachsen. Und so macht das dann auch gar nichts, sondern sieht noch ein bisschen natürlicher aus. Auf jeden Fall formen wir jetzt erst einmal eine Kugel und unten ziehen wir die dann so ein bisschen in die Länge, so dass das Ganze eine Karottenform ergibt. Und das Ganze soll dann später in dieses kleine Glasfläschchen, was ihr hier schon im Hintergrund seht. Und deswegen muss die Größe entsprechend des Glasfläschchens angepasst werden. Um das Ganze etwas authentischer wirken zu lassen, benötigen wir noch etwas grüne Modelliermasse, aber wirklich nur so ein ganz kleines bisschen. Und daraus formen wir dann oben so ein bisschen das Grün, was sich oben an einer Karotte befindet. Und ich habe einfach zwei so kleine Fäden genommen, sage ich jetzt mal, und die befestige ich dann einfach oben an der Karotte. Ich schaue nun noch einmal, ob die Größe zu der Flasche passt und dann kommt die Modelliermasse auch in den Ofen. Dazu beachtet bitte die Packungsangabe, die sich auf eurer Modelliermasse befindet. Oder vielleicht habt ihr auch lufttrocknende Masse, dann müsst ihr sie natürlich nicht backen. Solange wie sich die kleine Karotte nun im Ofen befindet, machen wir erst einmal weiter. Wir nehmen nun einmal den Korken der Flasche zur Hand und einen Nietstift und dann wird der Nietstift entsprechend der Größe des Korkens angepasst und dann in dem Korken befestigt. Entweder ihr habt so einen mit so einer Schraubzwinge, dann müsst ihr den so reindrehen. Ich habe jetzt einfach einen glatten, den passe ich jetzt mit einem Seitenschneider der Länge an und bohre dann erst einmal ein Loch in den Korken hinein. Und wenn ich das getan habe, versehe ich den Nietstift mit etwas Klebstoff und befestige ihn dann an dem Korken. Ich rate dazu, so einen Kleber zu nehmen, der durchsichtig trocknet, so dass man dort nicht ganz so gründlich arbeiten muss, sondern ruhig etwas Kleber überstehen kann. Und ja, dann macht es wie gesagt auch nichts, wenn man nicht so ganz perfekt arbeitet. Man kann natürlich auch einen Sekundenkleber oder ähnliches verwenden, der ist meist ja auch durchsichtig trocknend. Ich schiebe das Ganze dann mit dem Seitenschneider entsprechend in das Loch hinein, so dass oben nur noch die Öse des Nietstiftes herausguckt und dass wir dort dann eine Befestigung anbringen können. Wenn wir nun so weit sind, dass das Ganze getrocknet ist, nehmen wir ein Stück Nylonschnur. Ich habe diese hier jetzt ausgewählt und ziehen die einfach einmal durch die Öse durch. Und wir brauchen auf jeder Seite ungefähr ein gleich langes Stück, auf das dann Perlen aufgefädelt werden können. Nun werden einige farbige Perlen benötigt. Ich habe jetzt solche in Rondellform ausgewählt, in den Farben Orange und Grün, dass das dann auch zu der Karotte passt, die sich dann ja später in dem Fläschchen befinden soll. Und dann habe ich noch einige Buchstabenperlen ausgewählt, so dass ich dann den Namen, für den das Platzkärtchen sein soll, auch auf dem Kärtchen anbringen kann, beziehungsweise auf der Schnur auffädeln kann. Nun fädeln wir auf der einen Seite der Schnur zuerst einmal die Perlen auf und
Ich mache das einfach immer abwechselnd, einmal orange, dann grün, orange, dann grün und so weiter und so fort, bis das Ganze dann aufgefädelt ist. Und auf der anderen Seite der Schnur schreibe ich dann den Namen desjenigen, für den das Platzkärtchen sein soll. Und hierbei ist zu beachten, dass wenn ihr die Schnur nach oben zieht, der Name von oben nach unten geschrieben werden soll. Ja, ich habe das jetzt einmal im Schnelldurchlauf gemacht, wie ihr gesehen habt. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und dann nehmen wir einfach beide Enden oben einmal zusammen und machen dort ein paar Knoten rein, sodass sich das Ganze nicht öffnen lässt, sondern gut verschlossen ist und keine Perlen herunterfallen. Also ich mache da einfach mehrere Knoten hin, sodass da nichts passieren kann. Dann sind wir mit diesem Teil auch schon fertig und die Karotte, die sich im Ofen befand, sollte jetzt auch langsam fertig sein. Meine Karotte ist leider etwas angekokelt, weil sie mir im Backofen runtergefallen ist, was jetzt aber auch nicht so dramatisch ist, sondern dann sieht sie vielleicht auch ein wenig natürlicher aus und das sollte alles gar kein Problem sein. Ich stecke die Karotte dann gleich einfach in das Fläschchen hinein. Wie rum ihr das macht, ist eigentlich egal. Also ob ihr jetzt das Grüne nach unten tut oder die Spitze der Karotte. Ich habe das bei beiden Fläschchen, die ich gemacht habe, unterschiedlich gemacht. Also müsst ihr schauen, wie ihr die Karotte geformt habt und wie es am besten aussieht. Zu guter Letzt nehmen wir jetzt noch einmal den Kleber zur Hand und kleben den Korken an der Flasche fest, so dass alles gut verschlossen ist und auch hier nichts kaputt gehen kann. Dann sind wir mit dem kleinen Platzkärtchen auch schon fertig und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch einen Kommentar oder einen Daumen hoch da. Ich freue mich über jede Art der Kritik. Ihr seht nun gleich noch ein paar Bilder zu diesen beiden Fläschchen, die ich gemacht habe. Und dann seht ihr auch noch ein paar andere Projekte, die Teil dieser YouTube-Kooperation sind. Und dort haben noch ganz viele andere Bastler schöne Dinge zu Ostern gebastelt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch dort noch einmal reinschaut. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!